Guten Abend und herzlich willkommen zu den Sat.1 Nachrichten. Die ukrainische Halbinsel Krim ist zum Pulverfass geworden. Russlands Präsident Putin ließ sich von seinem Parlament einen Militäreinsatz auf der Krim genehmigen. Den Einsatzbefehl macht er von der weiteren Entwicklung abhängig, trotz aller Aufrufe des Westens, sich nicht einzumischen. Die Ukraine hat ihrerseits die Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Donata von Hardenberg berichtet. Und derzeit findet eine weitere Sondersitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in New York statt. Stefan Struthe ist für uns in den USA. Was kann denn der Sicherheitsrat überhaupt beschließen? Russland hat doch Vetorecht. Stefan Struthe aus den USA, vielen Dank. Zurück nach Deutschland. Aus der EDATI-Affäre ist eine Regierungskrise und nun auch eine BKA-Affäre geworden. Erst jetzt wurde bekannt, dass gegen einen Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes wegen des Besitzes von Kinderpornografie ermittelt wurde und er auf derselben Liste stand wie der SPD-Politiker EDATI. Behördenchef Zirke ist in Erklärungsnot. Die Opposition fordert seinen Rücktritt. Mehr von Matthias Heinrich. In Stuttgart haben rund 800 Menschen gegen den rot-grünen Bildungsplan für mehr sexuelle Vielfalt im Schulunterricht demonstriert. Es war nur ein Übungsflug, um für den Notfall zu trainieren. Dann wurde er selbst zum Notfall. Der Helikopter der Luftrettung sackte plötzlich ab und stürzte in die eiskalte Ostsee. Drei Männer überlebten das Unglück nicht. Warum der gut ausgerüstete Hubschrauber mit seiner erfahrenen Besatzung abstürzte, ist doch völlig unklar. Thomas Fedder. Bei einem Angriff auf einen Bahnhof im Südwesten Chinas sind nach einem Die italienische Marine hat in der Nacht die Insassen von zwei Flüchtlingsbooten gerettet. Nach den tödlichen Attacken in Düsseldorf und Erkrath wird der geständige Täter weiter verhört. Er hatte am Freitag zwei Frauen getötet und mehrere Menschen verletzt. Zwei Männer schweben noch in Lebensgefahr. Einige Zeugen sind so stark unter Schock, dass sie nicht befragt werden können. Lukas Axiopoulos berichtet. Wir schauen auf den Sport und die Ergebnisse der heutigen Partien in der ersten Fußball-Bundesliga. Ja, und in Magdeburg, da wird heute geboxt. Es geht um alles oder nichts. Im Supermittelgewicht, wenn Arthur Abraham gegen Robert Stieglitz kämpft. 1:1 steht es ja im persönlichen Duell der beiden. Was ist denn das Besondere an diesem dritten Kampf, Andrea Kaiser? Ja, der erste Tag des meteorologischen Frühlingsanfangs, der war ja schon ganz anständig. Was der Frühling morgen macht, das erfahren Sie jetzt. Anschließend geht es mit Indiana Jones in das Königreich des Kristallschädels. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung und einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.